Ist dir auf deiner Kamera schon einmal dieses Symbol hier aufgefallen? Tatsächlich ist das eine Markierung, die du auf jeder Kamera finden kannst. Oder zumindest auf jeder professionellen oder semiprofessionellen Kamera. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch auf Kompaktkameras dargestellt wird. Aber dieses Symbol hat eine ganz bestimmte, explizite Bedeutung. Und wahrscheinlich kann man sich jetzt zu Recht fragen, wenn mir das bisher noch gar nicht aufgefallen ist oder wenn ich mich bisher noch nie gefragt habe, was das sein soll, dann kann das ja für mich nicht wirklich wichtig sein. Und vielleicht hast du damit recht. Aber trotzdem, da das etwas ist, was man auf jeder Kamera findet und viele Leute einfach nicht wissen, was das überhaupt sein soll, was es darstellt, was mir das an Informationen liefert, hier einmal die Auflösung. Das ist die sogenannte Sensorfläche. Beziehungsweise diese Markierung zeigt mir, wo genau die Sensoroberfläche in meiner Kamera positioniert ist. Und all diejenigen, die das Glück oder möglicherweise auch das Pech hatten, in der Schule oder in der Uni Griechisch zu haben, die werden sehen, ah, ein Phi. Das ist also der griechische Buchstabe Phi, der da dargestellt ist. Was dort aber auch einfach dargestellt ist, ist ein Kreis mit einer Ebene dadurch. Und das sagt mir also, wo ist die Sensorebene in meiner Kamera, in meinem Gerät? Interessant ist das jetzt für ein ganz, oder na, eigentlich ist es für mehrere Sachen interessant. Also, erstmal ist es ganz interessant, weil es mir zeigt, dass offensichtlich natürlich der Sensor in meiner Kamera an einer Stelle ist, die jetzt nicht gerade da ist, wo beispielsweise das Objektiv angesetzt wird. Ja, also das Objektiv wird ja an einem Bajonettverschluss angesetzt und der Abstand dieses Bajonettverschlusses zum Sensor wird übrigens auch als Auflagemaß bezeichnet. Und der ist tatsächlich für mehr oder weniger jede Kamera unterschiedlich. Oder zumindest für jeden Hersteller mehr oder weniger unterschiedlich. Spannend wird diese Markierung vor allem für Makrofotografen und für die Makrofotografie ganz generell. Aber auch wenn man sich mal ein bisschen mehr mit der Skala beschäftigen möchte, die zumindest einige Objektive ja noch auf ihrem Fokusring aufgedruckt haben, also diese Fokussierungsskala, wo man halt den Abstand zu einem Objekt einstellen kann, um darauf zu fokussieren. Denn der Mindestaufnahmeabstand, der ja bei fast allen Objektiven angegeben ist, also ne, je nachdem, was man hat, bei einem Teleobjektiv hat man häufig einen Mindestaufnahmeabstand von 1,50 Meter, habe ich zum Beispiel gerade hier mal bei meinem 50-200er Leica. Bei einem Makroobjektiv, bei meinem Leica 45er ist es beispielsweise so, da habe ich einen Mindestaufnahmeabstand von 15 Zentimeter. Aber ab wo wird er denn gemessen? Denn ich glaube, die Annahme bei den meisten Leuten ist, dass er gemessen wird ab Frontlinse. Und das ist falsch. Der wird nämlich gemessen ab Sensorfläche. Und genau deshalb ist es wichtig zu wissen, wo genau in meiner Kamera und vor allem wie weit entfernt von meiner Frontlinse der Sensor in meiner Kamera sitzt. Und da kann einem diese Markierung auf der Oberfläche helfen. Denn wenn ich bei meinem Makro einen Aufnahmeabstand von 15 cm habe, das Objektiv selber aber vielleicht schon 10 cm lang ist und ich dann nur noch 2 cm Auflagemaß habe, also Maß vom Bajonett bis zum Sensor, dann sind 12 cm da schon mal verloren gegangen. Das heißt, ich kann auf Dinge fokussieren, die 3 cm vor meiner Frontlinse stehen, weil ich dann insgesamt 15 cm bis zum Sensor habe. Dafür ist diese Markierung interessant. Die ist auch noch interessant für Panoramafotografen, um den Nodalpunkt zu finden. Ich erkläre jetzt nicht komplett, was der Nodalpunkt ist. Das wäre ein komplett anderes Video über Panoramafotografie. Aber da geht es darum, dass man die Kamera um einen bestimmten Punkt rotieren muss, damit, wenn man die ganzen Bilder nebeneinander oder übereinander stackt und aneinander reiht, dass es da keine Parallaxenverschiebung gibt. Da gibt es einen ganz speziellen Punkt. Und dieser Punkt ist nämlich in der Regel nicht da, wo die Stativschraube sitzt. Dieser Punkt ist auch nicht da, wo der Sensor sitzt. Man muss aber wissen, wo der Sensor sitzt, um diesen Punkt berechnen zu können. Weil er sich je nach Objektiv nämlich verschiebt. Und die Positionierung des Sensors im Gehäuse, beziehungsweise das Auflagemaß, also wieder ne, Sensorfläche, Abstand zum Bajonett, der ist wichtig, um diesen Punkt zu finden. Aber tatsächlich muss man auch fairerweise sagen, das ist schon eine Markierung, die einen sehr speziellen Anwendungsfall hat. Wenn du eh immer nur mit Autofokus arbeitest, dann kann dir diese Markierung mehr oder weniger völlig egal sein, weil du misst nie selber den Abstand zu deinem Objekt. Und wenn du vielleicht irgendwann mal in deine Naheinstellgrenze reinrennen solltest und dein Objektiv fokussiert nicht mehr, dann wirst du dir denken, oh Mist, jetzt bin ich zu nah dran, ich gehe mal einen Schritt zurück und dann kannst du wieder fokussieren. Na, also natürlich ist das ein sehr spezielles Ding. Ich finde es aber super interessant, weil das, glaube ich, eine der wenigen Markierungen auf einer Kamera ist, mit der ganz viele Leute wirklich gar nichts anfangen können, weil sie überhaupt nicht wissen, was das ist. Jetzt weißt du es und jetzt hast du auf jeden Fall Trivia-Wissen für die nächste Party am Start.